So, und damit jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zumindest Let's Play-Versuch. Die Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Und bevor ihr das nächste Video wieder startet, drücke ich erstmal kurz F1. Und dann denke ich mal, ich habe gerade schon mal wegen Steuerung und allem Pipapo ein bisschen probiert und deswegen schon mal die Vorgeschichte, sage ich mal, gespielt. Und ja, die Steuerung, ich habe mich maßlos über die Steuerung aufgeregt. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich überhaupt die Steuerung halbwegs angepasst hatte und dann aus diesem blöden Steuereinstellmenü wieder raus war. Ich habe es zu meinem Schrecken auch noch alles aufgenommen, weil ich ja Ton und alles testen wollte. Und ja, ich möchte das eigentlich nicht hochladen. So, entweder wir kommen jetzt durch neues Spiel nochmal in diese Vorgeschichte rein und ansonsten fangen wir halt einfach da an, wo Lucy schon durch den Schrank gegangen ist. Das tut mir dann auch sehr leid, aber ja, das möchte ich uns nicht antun, eigentlich. Das, wie gesagt, das war ja auch nur ein Testvideo. Und was ich aber schon mal festgestellt habe, was ich allerdings sehr gut finde, das ist hier drinnen kommen, hier sind Filmszenen drinnen, richtig aus dem Film. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob sie auch die gleichen Sprecher sind, aber auf jeden Fall sind es Szenen aus dem Film und das finde ich schon mal sehr schön. Sehr schick. So, also denn, dann machen wir jetzt einfach mal neue Spiele und schauen, was passiert, ne? Die Steuerung ist nämlich ganz kurios. Und das ist, glaube ich, immer noch zu laut. Die Musik teilweise fand ich auch noch zu laut. Ich kann ja nicht noch darunter drehen. Na, wir schauen einfach nochmal. Gut, machen wir jetzt mal so. Und auf ins neue Spiel. So, und jetzt müssen wir nämlich hier wegkommen, bevor die Zeit um ist. Eigentlich sind die Einstellungen von der Maus und so noch aktiv, weil hier bin ich vorhin schon mal ewig nicht weitergekommen. Ich habe es auch nicht gleich in der angegebenen Zeit geschafft, weswegen ich ab dem letzten, ab einem Kontrollpunkt dann nochmal beginnen musste. Es tut mir leid, dass es jetzt so ein bisschen... Ach, die Steuerung. Leute, die Steuerung. Sie regt mich einfach nur auf. Also ich bin jetzt hier auch in diesem Kapitel, im ersten Kapitel, etwas gespoilert natürlich. Weil ich das... Beeil dich! Wir müssen zusammenbleiben! Los, Susan! Wir müssen Lucy finden! Weil ich das natürlich alles schon mal gemacht hatte. Und gerade... Wie sie sich dreht, das ist interessant. So, die kleine Lucy, die sitzt hier unter der Decke. Ach so. Los jetzt, Lucy! Wir müssen los! Schnell! Ah, mit uns! Die Bodenbretter sind zu schwach! Sie tragen uns nicht! Lucy, du musst einen Weg hinüberfinden! So, und jetzt gegen die Uhr. Hoffentlich klappt's jetzt. Nein, nicht. Los, beeil dich! Ja, du hast eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Fähigkeiten können im Inventar gekauft werden, welches vom Pausemenü aus geöffnet werden kann.
Peter muss doppelter Schaden im Inventar kaufen, um diese Türen aufbrechen zu können. Genau, und dann kaufen wir das gleich mal. Und jetzt brauchen wir Peter wieder. Da können wir nicht drüber. Ich mach das. So, jetzt brauchen wir Edmund. Ach, wir haben jetzt noch mehr Zeit bekommen. Das war Zeit gerade. Seht ihr, wusste ich das letzte Mal nicht. Nee, ach so, das hier war's. Den Bettpfosten kann man bestimmt verschieben. Ja. Stell dir, dass er auf der Seite hier runtergegangen ist und schon mal die Münzen eingesammelt hat. Also, ich liebe Narnia wirklich, aber diese Steuerung hier ist einfach nur... Ich weiß nicht, ob wir dieses Spiel, deswegen habe ich gesagt, Spiel... Achso, Peter braucht noch. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein Let's Play-Versuch, weil ich nicht weiß, wie weit wir kommen werden. Erstens mit dieser Steuerung, zweitens waren die Kritiken... Peter, wow. Susan, schieb die Möbel über das Feuer! Kritiken waren auch, dass man wohl selbst im normalen, für den normalen und schweren Modus, und dass man im normalen, also dass man generell die Zeitsachen nur sehr schwer schafft. Susan, nimm deine Taschenlampe, um den Schlüssel zu finden. Ja, der Schlüssel liegt da auch ganz unauffällig, wie ein großes Pappmaché. Susan, nimm deine Taschenlampe, um den Schlüssel zu finden. Auf dem... Hier, Mama. Auf dem Schrank. Ach, jetzt habe ich die Dinger nicht eingesammelt. Stimmt, auf diese Bänke kann man auch aufhauen. Mama, beeil dich! Ja, theoretisch kann man auch auf die Tische einhauen. Und dort kommen dann noch Münzen raus. Mrs. MacReady? Ich fürchte, so ist es. So, Level abgeschlossen. Es ging jetzt natürlich etwas fixer, weil ich das ja schon mal vorher gespielt hatte. Deswegen wusste, wann ich was machen muss. Aber es wird noch oft genug vorkommen, dass wir die Zeit nicht schaffen. Und wie gesagt, also ich habe eine Bewertung gesehen von... Ach, vorhin war es ordentlich, jetzt ist es gut, ja, immerhin. Wo gesagt wurde, dass es nicht einfach ist, weil schon auf dem... Also es gibt nur den Schwierigkeitsgrad normal und schwer. Und schon bei normal sind die Zeitdinger eigentlich kaum zu schaffen. Und ja... was es schwer bis nicht spielbar macht, meinten die. Deswegen, wir probieren jetzt einfach mal und mal gucken, wie weit wir kommen und mal gucken, wann ich hier die Tastatur oder die Maus in den Computer werfe. In den Monitor. Die Steuerung ist einfach nur... Ja. Und ich vermute mal, dass es nicht nutzen wird, wenn ich hier ein Gamepad anschließe. Es wird dann nicht... Ich denke mal, das Gamepad ist nicht kompatibel mit diesem Spiel. Nun ja. Naja, Spielstand speichern genau. Aber ich finde halt gut, diese kleinen Videosequenzen, die immer wieder aus dem Film mit dabei sind, das finde ich sehr schön gemacht. Ja, Spielstand speichern. Hier Spielstand 1, das ist das, was ich schon mal gemacht hatte. Voller Frust. Das überspiele ich jetzt einfach mal.